Hallo meine Süßen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Neubewerber mit ganz vielen heißen, frischen und niegelnagelneuen Clips. Zum Beispiel den aktuellen heiß diskutierten Clip von Madonna, Hollywood habe ich dabei. Dann die lang erwartete Rückkehr der dritten Generation, zwei potenzielle Sommerhits und den neuen Clip von Sarah Connor. Die ist ja privat mega glücklich und hat sich kürzlich sogar die Initialen ihres Freundes Mark Terenzi, ich glaube, hier ungefähr eintätowieren lassen. Wir hoffen mal, dass das lange hält und dass der nächste nicht Hans-Peter heißt, wäre ja schön doof. Die Single ist auch am Start, eine ganz niegelnagelneue und die soll auch ganz weit nach vorne gehen. Hier ist Sarah Connor mit Bounce. Es gibt ja so einige Bands, bei denen man überlegt, gibt's die noch? Haben die sich heimlich aufgelöst? Sind die total zerstritten oder haben die einfach keinen Bock mehr? Alle Fans der dritten Generation kann ich jetzt sofort beruhigen. Nichts von alledem trifft zu. Die Jungs sind nämlich endlich wieder da. Und warum sie so lange Pause gemacht haben? Ja, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich eine kreative Schaffenspause. Jedenfalls haben sie in der Zwischenzeit massenhaft Themen für ein Comeback gesammelt und diese ganzen verschiedenen Themen auf einen Song gepackt. Und hier sind Darko, Tolga und Julian mit Was passiert? Das war Estrella, eine Neueinsteigerin in den deutschen Tanzschulcharts. Und wenn ihr jetzt denkt, hey, Julie ist komplett übergeschnappt, was erzählt sie uns da? Nein, 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 glaubt mir wirklich, die deutschen Tanzschulcharts gibt es ganz im Ernst. Und wer weiß, was für Charts es noch auf der Welt so gibt. Und die Estrella ist eben in den Tanzschulcharts auf Platz 6 eingestiegen. Und wir kommen jetzt von einem potenziellen Sommerhit gleich zum nächsten. Hier sind Cecile, Johnny und Lauro, die Kids von Trio-Sänger Stefan Remmler. Der hat ja damals mit Da, Da, Da so richtig die Hallen gerockt. Und die Kiddies gehen jetzt einen Buchstaben zurück im Alphabet und singen Everybody Cha-Cha-Cha. Gestern hatten Alexi alias Alex Christensen und Jasmine Kay mit der Hymne zum Tomb Raider Spiel Lara Croft The Angel of Darkness Weltpremiere bei der Club Rotation, genau wie Mark O. Aber da hat sich statt auf hochmoderne Technik und so einen Schnickschnack lieber auf seine Homies verlassen und seinen Clip in seiner Heimatstadt Dorsten gedreht. Und was soll ich sagen, 400 Statisten haben sich spontan bereit erklärt, stundenlang Wunderkerzen hochzuhalten, genauso wie Silvester, ne? Und nebenbei ist Mark O. noch pünktlich zum 10-jährigen Dienstjubiläum für einen unserer begehrten Komet Awards nominiert. Ja, ganz spannend. Und hier ist er mit Stuck on You. Madonna-Videos sind ja immer ein echtes Ereignis. Es gibt, glaube ich, keinen Popstar, der bis jetzt so viele gute und vor allem unterschiedliche Clips hat drehen lassen. Und natürlich hat Frau Ritchie auch diesmal wieder einen guten alten Freund und Spezialisten hinter die Kamera gestellt, den Starfotografen Jean-Baptiste Mondino, der schon Clips für Björk, David Bowie und Lenny Kravitz gedreht hat. Und der schockt wie in Human Nature oder Justify My Love wieder zusammen mit der Madonna, die übrigens, bevor ich es vergesse, 2004 wieder auf Tour gehen will, hat sie gesagt. Und hier ist sie mit Hollywood. Bitteschön. Die 80er-Jahre-Stars haben es ja nicht leicht. Entweder müssen sie wie Nena und Kim Wilde noch mal einen auf zweiten musikalischen Frühling machen oder für ein paar schlappe Euro auf grauenhaften Nostalgiekonzerten auftreten oder sie hängen den ganzen Tag am Telefon und am Computer, um die nicht enden wollenden Cover- und Sampling-Anfragen zu beantworten. So wie Alphaville zum Beispiel. Aber bis jetzt war ihre kategorische Antwort immer nein, nö, geht nicht, nix da, wir geben nichts frei. Bis Lichtenfels kam. Der DJ und Producer aus Hamburg hat ihnen seine Version von Sounds Like a Melody vorgespielt und Alphaville haben sofort den Daumen nach oben gehalten und gesagt, oh super, jawohl, das wollen wir hören. Und hier ist es, bitte sehr. Ich bin ja total gegen Schubladendenken, aber Theory of a Dead Man hören sich mehr als nur ein bisschen wie Nickelback an. Ich meine, ist ja auch kein Wunder. Sie sind die erste Band auf dem Label von Nickelback-Frontmann Chad Kroeger und der hat den Song sogar selbst geschrieben. Ja, und das war's jetzt auch schon von Neubewerber. Ich habe noch einen Lesetipp für euch. Hinter meinem Popo versteckt. Ta-da-da-da, die Viva Bams. Da, so sieht sie aus. Mit einem ganz tollen Bericht über die Schnuckels von Blue. Geschichten über Outlandish, Summer Jonah und so weiter und so fort. Also richtig viele interessante Sachen. Wir sehen uns Montag wieder um 15 Uhr bei Interaktiv. Und hier ist noch eine kleine Zugabe, die No Angels mit Someday. Tschüss und ein Küsschen, bis Montag.